Hallo, ich bin Manuela vom Papierteufelchen und ich möchte euch heute das Produktpaket Schneckenpost vorstellen. Ihr findet es im Katalog auf Seite, ich glaube, 54. Genau. Und es sind drin die Stempel, die Stanzformen, Kordeln, so Herzakzente und das Papier. Komplett kostet das Set 84 €. Ihr könnt natürlich alles auch einzeln bekommen. Wenn ihr jetzt sagt, euch reichen die Stempel und das Papier, kein Problem. Also man spart sich im Ganzen bloß 10%, wenn man es komplett nimmt, also im Einzelkauf. Genau. Gehalten ist es in den Farben Glutrot, Kirschblüte, Osterglocke, Bermudablau und Anthrazitgrau. Und das sind natürlich ganz tolle Farben jetzt im Frühling. Ich zeige euch mal die Papiere. Ich habe die klein geschnitten. Ihr kriegt die natürlich in 12x12, aber so kann man es besser sehen. Eine Seite ist immer so weiß im Hintergrund mit entweder den Schnecken drauf oder den Sprechblasen. Und die Rückseite ist dann immer farbiger. Dann die Briefmarken drauf. Die Linien, hier noch mehr Schnecken in kleiner und die Pilze. Genau. Dann sind auch noch dabei diese Herz-Accessoires, sind eben relativ klein, in zwei Farben, Glutrot und Flüsterweiß. Und diese Kordeln, genau, die sind in Kirschblüte in Flüsterweiß. Ich zeige euch jetzt mal die erste Karte, die ich damit gemacht habe. Das ist eine recht einfache Karte. Da habe ich diese große Briefmarke ausgestanzt. Achso, die Stanzformen habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ja. Da ist diese große Briefmarke drin. Ein kleines Kuvert, was total niedlich ist. Da kann man diese Stanzform ausstanzen, reinstecken. Dann kann man das so als Umschlag machen. Die Herzen, Pilze, das passt auf dieses Hallo oder auch auf dieses Post für dich da oben. Genau. Insgesamt sind es 13 Stanzformen. Hier die Sprechblase passt da auf das Papier. Also kann man dann die Sprechblasen ausstanzen oder man stempelt das Hallo in diese Sprechblase aus und stempelt dann das Hallo rein. Das passt auch von der Größe her. So. Genau, also das ist die erste recht einfache Karte. Auf Kirschblüte der Hintergrund, das Papier ausgeschnitten. Die Schnecke habe ich koloriert mit den Stampin' Blends. Da bin ich jetzt aber nicht so der Experte drin. Deswegen zeige ich euch heute was anderes. Die heutige Karte ist auch ein bisschen aufwendiger. Ich habe schon mal ein bisschen vorbereitet. Es ist einmal Farbkarton in Bermuda Blau in 14,5 mal 10,2. So, genau. Dann habe ich aus dem Papier die Schnecke ausgestanzt. Die Streifen haben jetzt bei mir, der weiße ist 1,9 cm breit und 14,5 cm lang. Der geht über die ganze Länge von der Karte und der ist dann jeweils 3 cm kleiner, also 1,6 mal 14,2. Der kommt dann da so drauf. So mal die Briefmarken und einen Kreis, auf den dann die Schnecke drauf kommt. Stempeln tun wir dann auch noch. Klar. Jetzt kleben wir erst einmal. Das Papier hier fest. Das können wir dann auch gleich auf dem Farbkarton festkleben. Auch so am Rand wie beim ersten.
ich mir gedacht, die erste Briefmarke. So her. Und die zweite. So. Dann kommt die Schnecke. Hier auf diesen Kreis. Das ist jetzt ein 2-Inch-Kreis. Den habe ich mit meiner Handstanze gemacht. Es passen aber auch aus lagenweise Kreise. Die Kreise kann man genauso nehmen. Und das klebt man dann hier so mittig. Und jetzt nehmen wir dann Stempel raus. Dieses Klick per Post. Dann habe ich jetzt hier Anthrazitgrau. Das kommt jetzt hier auf der Karte eigentlich. Na, ist gar nicht drin. Dort am Rand von der Schnecke, das Anthrazitgrau. Und dann nehmen wir da diese tolle Arbeitsunterlage. Und dann schneiden wir uns das aus. Jetzt habe ich mir gedacht, das machen wir einfach hier so unten noch hin. Glück per Post schadet nie. Gerade im neuen Jahr. Jetzt habe ich noch vergessen, dass ich meinen Farbkarton hier habe. Ich habe jetzt hier noch meine letzten Reste Flüsterweiß. Ich hoffe, das Grundweiß ist bald bestellbar. Falls sich das jetzt bis Sonntag nur ändert, kriegt ihr bestimmt da Info. Jetzt das Video davor schon gemacht, weil ich am Sonntag Nachtschicht habe. Da bin ich dann nicht so in der Lage, eine Katalogparty zu machen. Genau, das machen wir jetzt hier noch drauf. So. Und fertig ist eine relativ schnelle Karte, die aber schon ein bisschen aufwendiger ist als die erste. Genau. Ich hoffe, euch gefällt das Set genauso gut wie mir. Also ich finde das so toll und das war gleich, wie ich das gesehen habe, wusste ich, dass ich das jetzt für diese Katalogparty hernehme. Die Briefmarke, das Kuvert stanze ich euch nochmal schnell aus. Das wollte ich euch eigentlich mal zeigen. Hab da jetzt auch nicht mehr dran gedacht. Ich bin sofort wieder da.
seht, es hat auch schon so Falzlinien. Das jetzt so auf der Karte könnten wir jetzt hier noch was Kleines reinstecken. Eben irgendwie Glück per Post, einen kleinen Gruß oder so. Vielleicht mache ich das nur mal schauen, wer die Karte kriegt, wer dann da einen kleinen Gruß von mir kriegt. Und kleben wir jetzt gleich noch fest. So. Genau. Und schon. Also das Kuvert ist doch wirklich zuckersüß. Genau. Ich hoffe, euch gefällt die Präsentation und das Set. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst einen Kommentar da oder schreibt mich direkt an. Wenn ihr irgendwas haben wollt aus dem Set, natürlich auch mich oder die anderen Kolleginnen kontaktieren. Dann kriegt ihr es. Viel Spaß noch!